Hallihallo, meine lieben Fräuleins, jetzt zu einem neuen Food Haul von mir. Diese Woche war ich bei Aldi Süd einkaufen und zeige euch, wie man was alles mit durfte. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, bevor wir jetzt wie jede Woche anfangen mit unserem Wochenplan, wollte ich mich mal ganz kurz bedanken für euer Feedback unter meinem letzten Video. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich wollte eigentlich auf viel mehr Kommentare eingehen, aber irgendwann war es mir einfach nicht mehr möglich und habe dann immer nur ein Herzchen hinterlassen. Ich habe jeden einzelnen Kommentar gelesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Serie, diese Real Talk Tabu Serie so gut bei euch ankommt und wollte mich einfach mal dafür bedanken. Es hat mich echt riesig gefreut, dass so, so viele dieses Mal eingeschaltet haben. Und ja, freue mich natürlich dementsprechend auch drauf auf den nächsten Real Talk, den wir zusammen starten werden. Genau, jetzt geht's aber los und zwar vorerst mit dem letzten Food Haul, bevor ich wieder arbeiten muss. Ich kann euch nicht versprechen, dass nächste Woche Dienstag ein Food Haul online gehen wird. Ich denke schon, weil ich muss ja so oder so einkaufen. Ich weiß noch nicht, schaffe ich es rechtzeitig, denn ich bekomme morgen erst meinen Dienstplan und da muss ich jetzt halt auch erstmal gucken. Ja, wie ich das schaffe, das muss ich jetzt halt natürlich alles erstmal wieder einpendeln. So, los geht's jetzt aber mit dem Wochenplan und bei uns gibt's heute einfach nur Brötchen, denn ich bin wieder so ein bisschen auf dem Sprung. Ich muss gleich kurz zum Arzt eine Überweisung abholen, muss die Sophie abholen, dann essen wir ganz schnell was und dann geht's weiter in die Diabetologie. Und da sind wir meistens mehrere Stunden unterwegs, weil die jetzt nicht gerade bei uns hier um die Ecke ist. Und das dauert halt einfach so seine Zeit, ne? Die Selin geht ja da nur alle 3 Monate hin. Und genau, da sind wir dann bis heute Abend unterwegs. Dementsprechend gibt es bei uns heute nur Brötchen. Dann gibt es die Tage bei uns Pita-Taschen. Die muss ich allerdings bei Edeka noch kaufen. Die habe ich jetzt beim Aldi nicht bekommen. Dann gibt es ein Chili-Sin-Carne. Und das ist ja der Tag in der Woche, wo der Christian dann auch wieder nicht mit ist. Der isst das halt. Der isst allgemein Chili nicht gerne und Chili-Sin-Carne schon mal gar nicht gern. Und hat aber an dem Tag einen Termin und ist dann eh nicht da. Dann haben wir einen Hackfleisch-Nudelauflauf, den wollte der Christian machen. Dann habe ich von letzter Woche noch auf dem Plan stehen Kartoffelpüree mit Fischstäbchen und Spinat. Das ist irgendwie das Gericht, was ich irgendwie über mehrere Wochen immer mit in die neue Woche nehme, bis wir das endlich mal essen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Dann gibt es mal wieder Spaghetti, wurde sich von der Sophie gewünscht, mit Tomaten-Mozzarella-Soße dieses Mal. Und für die Großen habe ich Pesto gekauft, die essen das ganz gerne zu den Spaghettis. Und dann habe ich einmal noch auf dem Plan stehen, Hähnchenröllchen in einer Honigsenfsoße mit Bandnudeln. Das Rezept kann ich noch nicht mit euch teilen, denn das ist ein Rezept, was ich ganz neu ausprobiere von der Schwiegermutter. Die hat uns das an Weihnachten gekocht. Und ich werde es euch, wenn es gut ist, aber das ist bestimmt gut, wir haben es ja schon mal gegessen, nur noch nicht selbst gemacht, werde ich es euch in meine Story-Highlights auf Instagram speichern. Ne? Genau, das ist meistens ein bisschen einfacher mit Rezepte. Jetzt geht's aber los. Und zwar habe ich als allererstes gekauft einen Grießpudding. Das ist so ein ganzer Eimer, so ein Kilo Grießpudding. Ich wollte den mal ausprobieren, wenn der so schmeckt wie der, den man früher in den kleinen Bechern so kaufen konnte, dann ist der echt lecker. Wir werden auf jeden Fall schauen. Ja, es ist ein fertiges Produkt, das wurde auch wieder bemängelt, aber lasst uns doch einfach essen, worauf wir Bock haben. Oder schaltet halt einfach ab. Genau. Dann habe ich von Koppenrad und Wiesen, Achtung, jetzt wird es ein bisschen lauter, 2-mal wieder TK-Brötchen gekauft. Ihr wisst, ich habe die immer ganz gern da, weil mir mittags einfach viel, einfach nur Brot, Brötchen, Omelette, Rührei, irgendwas schnelles essen. Genau. Dann habe ich einmal Eier gekauft. Also ich habe diese Woche auch nicht viel sortiert, sage ich euch gleich, weil es war nicht viel. Ich habe nur 51,29 Euro ausgegeben. Das ist schon recht wenig. Ihr kennt ja eigentlich meine Wocheneinkäufe, also diese Woche war es echt richtig gut. Das hatte ich schon lange nimmer. Außer letztens der Penny Haul, das war ja aber irgendwie ein ganz anderer Einkauf als sonst. Dann habe ich Rispentomaten 1 Kilo mitgenommen. Dann einmal Paprika. Und nein, ich habe die Netze nicht vergessen. Es gab nur so verpackt. Ne? Genauso wie der Eisbergsalat. Der ist halt dummerweise auch immer Plastik verpackt. Dazu kann ich ja aber nichts. Ne? Ach, ist egal. Ich bin ehrlich gesagt eh so ein bisschen müde davon mich zu rechtfertigen. Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall durften bunt Frühlingszwiebeln mit. Dann habe ich ein paar Tiefkühlkräuter geholt.
Ist halt einfach super praktisch, ne, weil man nur schnell in die Truhe greifen muss. Da habe ich jetzt einmal Petersilie und einmal Knoblauch. Jawohl. Dann duften einmal Trauben mit. Die schnabuliert so viel im Moment wie nix. Wir holen 2-3 Mal die Woche Trauben. Ist einfach ihr absolutes Lieblingsobst. Deshalb habe ich jetzt auch gar nicht so viel Obst geholt. Nur noch einmal Äpfel. Weil wir 2-3 Mal die Woche im Moment zu Edeka spazieren, noch mal was nachkaufen. Dann habe ich 2 Salatgurken. Die sind im Moment wieder relativ teuer, ist mir aufgefallen. Einmal habe ich noch Speisemöhren, so ein ganzes Sack. Ich brauche auch relativ viel für diese Honig-Senf-Soße. Dann einmal die streichzarte, ungesalzene Butter. Dann habe ich für die Kinder was mitgenommen. Ihr wisst ja, die essen diese Crisp-Joghurts total gerne. Oder wie wir in Nepal so schön sagen, der Pelcher-Joghurt. Genau, habe ich 2 Stück mitgenommen und einmal habe ich schon mal mitgenommen mit Keksen. Butter-Keks-Mix steht da jetzt drauf, genau. So, dann habe ich wieder Creme à la Cuisine geholt. Das ist ja so ähnlich wie dieses Rama Creme Fine oder eigentlich nichts anderes, nur ist es ein bisschen günstiger. Und ich nehme meistens die mit 7% Fett und da steht jetzt auch drauf, 75% weniger Fett als Schlagsahne. Und meiner Meinung nach, es schmeckt haargenau so wie eine normale Schlagsahne. Also wir haben noch keinen Unterschied festgestellt. Genau, dann habe ich einmal Mini-Mozzarella-Kugeln für Selinchen mitgenommen. Und einmal wieder dieser Frischkäse aus dem Fass, der schmeckt uns eigentlich auch ganz gut von Aldi. Das muss da nicht unbedingt eine Marke sein, der ist wirklich okay. Dann habe ich geriebenen Mozzarella gekauft und einmal Creme Fraiche, ebenfalls für diese Soße. Dann habe ich 2 Mal Latte Macchiato to go geholt und es wurde letzte Woche vermisst. Ich habe es euch total vergessen zu sagen, warum ich es nicht gekauft habe. Und zwar war Christian ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ich habe gesagt, er soll mir bitte so ein Latte Macchiato mitbringen, weil ich so Bock drauf hatte. Und er hatte mir eine ganze Palette geholt, also es waren dann 10 Becher. Und ja, die sind alle leer, weil Selinchen auch einen getrunken hat. Okay, die anderen 9 war ich. Ja, aber innerhalb von 1,5 Wochen, also jeden Tag einen. So, dann haben wir, na, da sind wir beim Thema. Wenn es da ist, wird es nämlich auch schnabuliert. Wenn es nicht da ist, dann fragt kein Mensch danach. Ist meistens einfach so, ne? Naja, egal, weiter geht's. Ich habe Bandnudeln gekauft und habe mich für die entschieden. Und ich finde, bei Bandnudeln, die schmecken beim Aldi einfach am besten. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber das hier sind die leckersten Bandnudeln, meiner Meinung nach. Genau. Dann habe ich für Selinchen und für Janis was gesehen. Das gab es beim Aldi. Ihr wisst ja, die essen ab und zu mal ganz gerne diese Becher dann. Da habe ich jetzt von Knorr diese Asianudeln mitgenommen. Einmal mit Ente-Geschmack und einmal mit Chicken-Geschmack. Jawohl, sehr gesund. Dann habe ich einmal ein Toastbrot, ganz normalen American Sandwich Toastbrot mitgenommen. Für die Pita-Taschen schwarze Oliven, die sind ganz, ganz wichtig. Dann habe ich Spaghetti. Ich glaube, ja, da kommt noch ein Päckchen. Das sind 2 Spaghetti. Ich muss immer so 1¼ das Päckchen muss ich machen, damit es für uns alle 5 reicht. Dann habe ich einmal Penne mitgenommen für diesen Hackfleischauflauf. Dann einmal Knoppers, weil es war im Angebot. Dann darf das auch mal mit. So, für unser Chili habe ich mitgenommen einmal Bohnen, einmal Mais. Und ich habe hier keinen Platz mehr. 1 Päckchen Milch. Und dann habe ich hier noch 2 mal passierte Tomaten. Ebenfalls für das Chili und einmal Tomatenmark. So, dann, wie gesagt, habe ich für Selina und Janis Pesto mitgenommen. Da nehmen wir meistens das. Ich weiß, das kann man auch selbst machen, aber die essen das gern. Und demnächst, ab nächster Woche, wird es hier wird sich wahrscheinlich ein bisschen was an den Foodholz ändern, weil es einfach dann schneller gehen muss. Ich kann mich dann immer 1 Stunde in die Küche stellen, wenn ich schon 6 Stunden gearbeitet habe und dann habe ich Haushalt, ich habe 3 Kinder. Also ihr seht, ich bin selbst so ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie das ab nächste Woche sein wird. Und dann habe ich ja noch YouTube-Videos und auch so ein bisschen Instagram. Da kann ich nicht lang in der Küche stehen. Außer der Christian Koch, der kann das ja auch, ne? Ist ja auch egal, ich habe einmal schwarzer Pfeffer geholt. Und übrigens, letzte Woche hat eine gesagt, keine Zeit ist keine Ausrede. Ich rede mich ja hier nicht raus, aber das ist ja keine Aussage. Wenn jemand keine Zeit hat, hat er keine Zeit. Das hat ja nichts mit zu tun, dass man nicht gerne kocht. Ich koche zum Beispiel furchtbar gerne, aber ich brauche einfach die Zeit dafür. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt schnell Essen machen, in 1 Stunde muss ich aber schon wieder unterwegs sein,
dann macht mir das Kochen auch keinen Spaß, weil es einfach schnell gehen muss. Und ich koche wirklich leidenschaftlich gerne, aber nur, wenn ich die Zeit habe. Aber nicht, wenn ich schon den ganzen Tag unterwegs war, dann habe ich dazu ehrlich gesagt absolut nicht die Muse. Und ich glaube, das ist auch okay, das geht wahrscheinlich vielen berufstätigen Eltern so, oder? Hm. Naja, einmal habe ich Honig gekauft für diese Honigsenfsoße. Dann habe ich noch zwei weitere Becher. Seht ihr, ich dachte eigentlich, hier drei gekauft. Ich habe vier sogar gekauft. Oh weh. Dann habe ich mitgenommen für heute 10 frische Brötchen in so einem Sack. Genau, da steht drauf, Genuss in schönster Form. Von Aldi so ein Sack, den werde ich jetzt immer mitnehmen für Brot oder Brötchen. Weil, ihr wisst, mir reißen immer diese Tüten und das hat man mit diesem Sack nicht. Der hat, glaube ich, 99 Cent gekostet. Das ist in Ordnung. Dann habe ich noch ein Chia-Brot. Und ihr wisst, ich kaufe das immer nur beim Aldi, weil es da einfach so, so mega lecker schmeckt. Chia und Vital Brot heißt das. Echt, ich kann euch das so sehr empfehlen. Das sage ich euch aber in jedem Aldi-Haul. Und zum Schluss habe ich insgesamt, ich zeige euch jetzt nicht alle, 4 Päckchen Milch noch in dieser Tüte. Genau. Und das war es tatsächlich auch schon. Also wie gesagt, 51 Euro ist relativ günstig. Was da aber ja natürlich noch dazu kommt, sind immer Getränke. Und ich gehe noch zum Metzger. Nicht immer nur ich, manchmal auch der Christian. Genau, aber das ist so das, was wir jetzt für eine Woche benötigen. Jawohl, dann freue ich mich, nochmal von vorne, dann freue ich mich, wenn euch der Foodhaul gefallen hat. Und freue mich wie immer über ein Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns am Donnerstag wieder zu einem neuen Video. Bis dann, meine Lieben. Ciao.